So, Ausdauer ist gemacht, Kraftausdauer ist gemacht und gestern Schulter, Brust mit den Wasserflaschen. Ich hoffe, ihr habt das Training gut überstanden und ihr merkt schon ein bisschen was. Heute hat das Team sich gedacht, wir beginnen mal mit ein bisschen Dehnübung. Haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht und ich werde euch jetzt mal einige Dehnübungen zeigen und mal besondere Sachen auch zeigen, worauf ihr beim Dehnen achten sollt. Eine Sache nochmal vorweg. Ich höre mich immer so ein bisschen heiser an. Ich habe eine kleine Entzündung der Stimmbänder. Das kommt durch diese ganzen Videodrehs und Training über Zoom und Skype. Aber draußen, alle anderen sind fleißig. Die Funktionen, wichtigen Dienste, die Verkäuferinnen, Kassiererinnen, Ärzte, Krankenschwestern, alle arbeiten. Also habe ich gedacht, kann ich mit so einer kleinen Entzündung der Stimmbänder auch weiterarbeiten. Ich hoffe, meine Stimme nervt nicht zu viel. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Und ich will mal beginnen heute mit dem Dehnen. Also, wir sind gut trainiert. Wir haben alle möglichen Übungen schon in den letzten Wochen gemacht. Ausdauerkraft, Zirkel. Wir wollen heute mal ein bisschen ruhiger trainieren. Wenn ihr dehnt, ich habe da in der letzten Woche auch schon mal ein Video gemacht zum Warmmachprogramm. Bitte immer auch beim Dehnen kurz warm machen. Ich beginne mal mit so einfachen Übungen, dass ihr wisst, was ich meine. So, stell mal ein Wasser weg. Und jetzt nach 3 Wochen kann ich euch sagen, ist es immer noch eigenartig, hier alleine vor der Kamera zu stehen. Niemand drumherum, das auch gut so ist. Macht das bitte auch zu Hause. Stay healthy und stay at home, solange wie es nötig ist, dass niemand krank wird. So, ihr lauft erstmal ganz locker, auch beim Dehnen. Schaut her, nehmt die Schultern mit. Also nicht einfach ganz kalt hingehen und den Muskel beanspruchen, machen wir nicht. Ich mache alles einmal nur kurz vor. Also mal Fersen zum Gesäß, jawohl, die Arme mitnehmen. Ihr könnt jede dieser Übungen, die ich jetzt mache, immer 1 bis 2 Minuten durchmachen. Lauft locker auf der Stelle. Lasst die Arme hängen. Genau. Alles langsam. Erst auch mal zur Seite. Genau. Auch 1 Minute. Dann nach vorne. Entspannen. Atmet tief ein und aus. Jetzt gerade, wenn wir dehnen, atmet tief in den Bauch rein. Und atmet aus. So, jetzt können wir schon beginnen, auch über Kopf zu arbeiten. Ich mache das heute gekürzt vor. Ihr macht das bitte insgesamt zwischen 7 bis 12 Minuten euch warm machen. Und dann beginnt ihr erst mit dem Dehnen. So, sehr gut. Mal die Beine anheben, nach außen gehen. Jawohl. Auch das Ganze mal umgekehrt. Ihr kommt, als wenn ihr über den Zaun steigt. Jawohl. Kommt vor. Jawohl. Und jawohl. Einmal die Fußgelenke kreisen. Nach innen und außen. Macht man heute gar nicht mehr solche Übungen. Ne? Ist eigentlich ganz wichtig, mal auch die Gelenke immer wieder in den Formen zu belasten. Wie sie können. Nach außen gehen. Nach innen gehen. Jawohl. Einmal auch die Hüfte bewegen. Jawohl, nach beiden Seiten. Ihr könnt das immer 1 Minute machen. Auch mal die Hüfte wegkicken, nach außen gehen. Jawohl, Oberkörper langsam mal bewegen. Nach vorne, links rum und rechts rum. Jawohl, sehr schön. Mit dem Kopf passt ihr bitte auf. Den Kopf mal leicht auf die Schulter. Kopf immer vorsichtig, leicht vor und zurück. Da nicht ziehen und zerren am Kopf. Auch den Kopf nicht ganz kreisen. Nur eine Nickbewegung und so ein bisschen mal zur Seite schauen. Atmet aus und schaut über die Schulter zurück. Genau. Noch einmal Schultern, Arme kreisen. Jawohl, auch langsam nicht schlagen. Vorwärts und rückwärts. Sehr gut. Seite wechseln, vorwärts und rückwärts. So, wir beginnen mal im Stehen mit so einfachen Übungen. Bleibt gerade stehen. Atmet tief in den Bauch rein. Die Knie sind jetzt durchgestreckt. Hände auf die Oberschenkel und geht erstmal runter bis
zu den Schienbeinen, kommt hoch, atmet aus. Jetzt müsst ihr so langsam runterkommen beim Dehnen, müssen wir entspannt bleiben. So, und jetzt hochkommen, rollt Wirbel für Wirbel auf, öffnet den Brustkorb, Hände zusammen. Ich mache es nochmal vor, schaut her, geht nach außen und öffnet euch. So, jetzt sind wir in der offenen Position, gehen nach unten und jetzt versuchen wir mal mit den Fingerspitzen zum Boden zu kommen. Wer das schafft, der ist schon ziemlich gut. Jawohl. Und also ich bin ziemlich gut. Und jetzt gehen wir noch einmal runter und versuchen mal mit den Handflächen zum Boden zu kommen. Jawohl. Sehr gut. Wir sind noch in der Phase, wo wir uns nur ein bisschen aufwärmen. Wir sind noch nicht in der Dehnphase. Also, linkes Bein vor, rechtes zurück, linke Bein ist gebeugt und jetzt seht ihr nach hinten, ich kann mal hoffentlich, man sieht aus dem Video, ich gehe mit dem rechten Bein, mit der Ferse immer zum Boden, Knie ist gestreckt, Oberkörper ist gerade, eher nach hinten aufgerichtet. Ich öffne jetzt den Brustkorb und dehne meine Wade, Achillessehne, genau. Sehr schön. Erstmal ist das nur ein Auflockern, beweglich machen. Jawohl, genau, sehr schön. Ganz einfach stehen bleiben, streckt euch mal, macht euch ganz lang. Jawohl. Die rechte Hand greift die linke und ihr zieht euch mal nach rechts rüber, ziehen. Jawohl. Und wechseln und nach links rüberziehen. Sehr schön. Okay, noch einmal locker laufen. Und wenn ihr das jetzt so 5 bis 7 Minuten gemacht habt, Handgelenke bewegen. Handgelenke, jawohl. Ellbogen mal durchbewegen. Jawohl, Seite auch. Wechseln. Und jetzt setzen wir uns hin. So. Ah, ich hoffe, ich habe mich dynamisch hingesetzt. So, auch mal wieder hier zuallererst. Füße anziehen. Einatmen, ausatmen. Jetzt dürft ihr nicht gespannt sein, der ganze Körper muss entspannen, schon im Gesicht anfangen zu entspannen. Achtet beim Dehnen, es ist kein Powertraining, auf die Atmung. Atmet tief ein und atmet aus. Einatmen, ausatmen. Hände gehen mal über die Oberschenkel, Schienbeine und wir greifen mal die Fußspitzen. Lassen den Kopf hängen. Der Kopf bleibt immer in Verbindung der Brustwirbelsäule. Wir atmen ein und atmen aus. Wir ziehen nicht und zerren nicht. Wir halten die Position. Und wenn wir jetzt ausatmen, versuchen wir mehr in die Dehnung zu kommen. Wir atmen ein und atmen langsam aus. Entspannt dabei auch das Gesicht. Und jetzt fühlt die Muskulatur, die jetzt noch ein bisschen verkrampft, die vielleicht sich zusammenziehen will, weil wir so einen Fluchtreflex haben. Und jetzt muss erstmal das Gehirn ein Signal bekommen, dass der Muskel sagt, jawohl, keine Sorge, kannst ruhig entspannen. Und ihr merkt, wenn ihr entspannt und ausatmet, geht ihr immer ein Stück tiefer. Dabei ist die Atmung ganz wichtig. Atme tief ein und atme tief aus. Jede Hektik weglassen und versucht euch mal auf den Körper zu konzentrieren. Jetzt in der Position könnt ihr mal das Kinn auf die Brust nehmen. Ich muss mit dem Ton aufpassen. Und ihr kommt nach oben. Diese Übung wiederholt ihr 3 bis 5 Mal und haltet die Position zwischen 20 und eine Minute, jetzt sagen alle, boah, eine Minute, wir wollen heute dehnen. Ihr könnt extrem lange die Dehnposition halten. Zweite Übung, Beine auseinander. Ihr schiebt euch ein Stück nach vorne, sodass ihr im Adduktorenbereich eine Spannung bekommt. Ihr geht nach vorne, atmet ein und atmet aus. Haltet erstmal die Position 1. Ich kürze ab. Ihr haltet das 30 Sekunden, also 20 bis eine Minute.
Jetzt geht ihr weiter runter. Ich habe das mal vorgemacht in einem Video schon. Jetzt versucht ihr mal, ob ihr eure Hände übereinander stellt, die Fäuste und die Stirn absetzt. Da halten. Sehr gut. Ihr bleibt in der Position. Ihr merkt jetzt eine Dehnung. Innenseite, Oberschenkelmuskulatur, Adduktorenbereich, Fußspitzen sind schön nach oben. So, die Stufe, die ich kann, weiter komme ich auch nicht runter. Kopf, jawohl, halten. Und ihr bleibt einfach mal. Und ihr merkt nachher, ich merke das jetzt auch, wenn ich ruhiger werde und mal in die Dehnung reinkomme und das zulasse, 30 Sekunden, eine Minute, dass ich immer weiter runterkomme. Immer mehr gibt der Muskel nach. Und die meisten Rückenschmerzen, Verspannung, ich bin kein Orthopäde und kein Arzt, um Gottes Willen, aber die meisten Verspannungen, die man hat, sind Dysbalancen. Und durch das Krafttraining und die anschließende Dehnung kann man ganz viele von diesen negativen Symptomen verbessern. So, beheben. Lockert die Beine mal aus, genau. Einmal lockern, sehr gut. Er bleibt in der ganzen Zeit entspannt, auch das Gesicht ist entspannt. Bleibt gerade, greift mal eure Fußspitzen. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Füße sind zusammen, mein Oberkörper ist gerade. Ich atme ein und atme aus. Und gehe dann wieder in die Position, versuche jetzt meine Fußgelenke zu greifen und mein Ellbogen geht aufs Knie und ich übe leichten Druck aus. Und die Atmung ist tief und ruhig, das Gesicht ist entspannt. Immer wenn ihr ausatmet, geht ihr nach unten. Und wenn ihr die Endposition erreicht habt, dann zwischen 20 Sekunden und einer Minute halten. Das Ganze dreimal. Auch wenn ihr löst, aus den Bewegungen rauskommt, ist das ein langsames Arbeiten. Heute ist nichts mit Power und nichts Schnelles. Heute ist das in Ruhe und Entspannung. Sehr gut. Jede Übung dreimal, 20 bis 60 Sekunden. Legt euch mal langsam auf den Rücken. Sehr gut. Beide Hände sind neben der Hüfte abgesetzt. Füße auf die Matte und wir drücken uns erstmal zwei, dreimal nach oben. Jawohl. Also in den Schulterstand. Sehr gut. Beine strecken, Hände in den Kreuzhang. Wir drehen die Hände so, dass die Handinnenfläche nach oben zeigt. Und jetzt gehen wir in einem Halbkreis wie ein Schneeengel mit den Händen über den Kopf und wieder nach vorne zusammen. Und ihr merkt in der Position nichts, immer noch nicht, immer noch nicht. Und die atmet aus, der Rücken wird zum Boden gepresst, zieht den Bauchnabel zum Rücken. Und jetzt merkt ihr in dieser Position hier immer wieder, jawohl, diese Spannung und Dehnung. Und jetzt kann das sein, dass links viel schwieriger ist als rechts. Und schon wissen wir, wo wir Dysbalancen haben. Und schon kann man daran arbeiten und womöglich ist das eine Ursache für irgendeine Verspannung oder einen Schmerz. Das auch 20 bis 60 Sekunden in der Bewegungsform machen. Ich mache es nur kürzer vor. Wir bleiben in dem Kreuzhang liegen, setzen beide Füße auf, Knie zusammen. Jetzt lassen wir beide Knie nach links und nach rechts fallen. Entspannt dabei, atme tief ein und tief aus. Jetzt bleiben beide Knie auf der linken Seite. Ihr nehmt das linke Bein und legt das auf das rechte Knie. Jetzt könnt ihr euch selber noch weiter nach unten ziehen. Wenn ihr jetzt noch nach rechts schaut, dabei tief ein- und ausatmen. Wichtig ist, nicht pressen beim Dehnen, ein- und ausatmen.
ausatmen. Und ihr könnt selber den Druck verstärken oder den Druck lösen. 20 bis 60 Sekunden, dreimal jede Seite. Ich mache es nur einmal vor, wechseln, schaut, jetzt Beine sind nach rechts und ich schaue nach links. Ich atme ein und atme aus. Selbst mein Gesicht ist entspannt. Ich komme nach oben. Füße zusammen und lass jetzt mal die Knie nach rechts und links fallen. Einatmen, ausatmen. Jetzt geht ihr nach oben. Ihr wippt nicht, wir wippen nicht mit den Beinen. Jawohl. Einmal greifen, halten. 20 bis 60 Sekunden. Lösen. Den rechten Fuß legen wir auf das linke Knie. Heben den linken Fuß an, greifen mit der rechten Hand durch dieses Beindreieck und ziehen jetzt mal das linke Bein zu uns. Genau. Wenn ihr den Kopf anhebt, bitte Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule in einer Position lassen. Und jetzt zieht ihr, indem ihr ein- und ausatmet, das Bein zurück. Selbe Funktionsweise, 20 bis 60 Sekunden. Dreimal jede Seite wechseln. Und auch hier, ich merke das auch, fällt mir in der linken Seite schwerer, merke ich eine größere Spannung und halten, lockern. Hebt das rechte Bein an, jetzt wird es schwierig. Geht mit der rechten Hand an die Wade und mit der linken Hand geht ihr unters Knie oder übers Knie, kommt auf der Position an. Fußspitze zieht ihr jetzt mal an und jetzt bringt ihr das Bein zurück. Und wenn ihr die Fußspitze jetzt anzieht, dann merkt ihr in dem Bereich eine extreme Dehnung. Also ich merke sie extrem. Jawohl. Einatmen, ausatmen, halten. Den Schmerz aushalten, einatmen, ausatmen. Ihr sollt keine Schmerzen im Gelenk haben. Der Muskel kann ziehen, Gelenk nein. So wechseln, halten, ziehen, Fußspitze runter zum Kopf. Und dann merkt ihr, diese Position wird gedehnt. Jawohl, ich mache es nur kurz vor. Entspannt, lockern. Gerade hinlegen. Versucht jetzt mal, den Rücken zum Boden zu bringen. Zieht den Bauchnabel ein, Brustkorb ist nach oben. Wir öffnen und versuchen mal, jetzt den Rücken runter zu bekommen. Ist nur eine ganz kleine Bewegung, es geht gar nicht viel. Und das mal halten. Genauso. Sehr gut. Auch dreimal. 20 bis 60 Sekunden. Ihr hebt das rechte Bein an und lasst mal das rechte Bein nach links fallen. Genau. Das haben wir gerade schon ähnlich gemacht. Jetzt bleibt ihr in der Position. Ich wiederhole die Zeit nicht, ihr wisst das. Ihr könnt aber, die Fortgeschrittenen, das Bein mal greifen und ein bisschen nachhelfen und die Spannung erhöhen. Und jetzt, wenn ihr die Fußspitze jetzt noch anzieht, ja, ich muss mein Gesicht entspannen, nicht dagegen arbeiten und lösen. Sehr schön. Immer aus den Übungen langsam rauskommen, überhaupt nicht mit Hektik arbeiten, vorsichtig arbeiten. Und ihr seht auch hier, auf meiner linken Seite komme ich nicht so weit runter wie gerade rechts. Jawohl, halten, jawohl. Und ihr merkt, in dem Bereich und auch im Bereich der Schulter eine Dehnung. Auch dreimal 20 bis 60 Sekunden. Ich komme dynamisch nach oben. Sehr gut. Prima gemacht. Jetzt, ich bin kein Yoga-Lehrer, ganz im Gegenteil. Sieht bei mir, glaube ich, auch nicht so ästhetisch aus. Hoffe ich, dass ich einigermaßen eine gute Figur hier abgebe. Jetzt geht ihr in den Vierfüßlerstand. Hände weiter nach vorne setzen,
ihr geht mal zurück und bleibt mal so ganz entspannt. Kommt nach vorne und ihr könnt jetzt genau, ich will jetzt nicht auf Yoga-Lehrer machen, ihr geht mal in die Cobra. Jawohl. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut. Kurt Russell übrigens war die Cobra im gleichnamigen Film. Ne? Wisst ihr noch den Film? Jawohl. Da bleibt ihr. So, jetzt gehen wir einmal hoch in den herabschauenden Hund. Und hier versucht ihr, die Fersen zum Boden zu bekommen. Ihr könnt das halten und umso schwieriger das ist, umso näher geht ihr zusammen. Jawohl. Geht nach vorne und versucht mal, jetzt auch mit den Füßen nach vorne zu gehen. So, halten. Kopf leicht nach links und rechts bewegen. Ganz langsam. Nicken. Und ihr geht zurück. Auch 20 bis 60 Sekunden. Ihr bleibt im Vierfüßlerstand. Geht einmal. Ich weiß nicht, ob die Übung fachmännisch so richtig heißt. Ihr geht also in diesen Katzenrücken rein und dann in dieses Hohlkreuz. Und dann könnt ihr auch diese Position verharren. Einatmen, ausatmen, halten. Gleiche Zeit, wie ich vorhin gesagt habe. Sehr gut. Ihr geht nach oben. Bleibt, ich stelle euch mal vorne hin, vielleicht seht ihr mich da besser. Arme zieht ihr mal nach oben. Und jetzt bleiben die Arme in der Position. Und jetzt zieht man die Schulter nach hinten. Genau so bleiben. Schulter nach hinten ziehen. Genau, nicht den Kopf, die Schultern. Halten, halten, jawohl, lösen. Auch dreimal gleiche Zeit. Ihr geht nach hinten. Jetzt ist meine linke Hand unter der rechten Hand. Ihr zieht nach oben. Brustbein geht Richtung Himmel bei mir in dem Fall. Atmet tief ein und ausatmen und halten. Und immer wieder beim Ausatmen nach oben kommen. Wechselt nach dreimal. Jetzt ist die rechte Hand unten und ihr geht nach oben. Jawohl. Ihr merkt das in der Schulter und in der Brustmuskulatur. Ihr geht nach vorne. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Ihr geht erstmal zurück. Fangen wir langsam an. Fußspitzen auf den Boden und kommt zurück. So, und jetzt halten wir erstmal. Auch hier. Kopf nach hinten lehnen, einatmen, ausatmen und halten. Sehr gut. Jetzt wird das schwieriger. Jetzt gehen wir hin, setzen den Spann auf den Boden und gehen jetzt zurück und halten wieder. Und streckt die Hüfte nach vorne und ihr merkt, in der Muskelkette vom Fußgelenk über das Schienbein, Oberschenkel, Bauch, Brust und Schultermuskulatur wird die ganze Muskelkette, jawohl, vorne jetzt gedehnt. Und das haltet ihr wieder. Und viele haben jetzt hier Schwierigkeiten. Und diese Muskulatur, die sorgt oft dafür, weil die so stark ist und wir so wenig nach hinten dehnen, dass wir hier eine Dysbalance haben und plötzlich Rückenschmerzen bekommen. Diese Muskulatur muss regelmäßig gedehnt werden. Hier vorne hin. Jawohl. Quadrizeps. Fällt es mir wieder ein. Jawohl, halten. Sehr gut. Noch eine Übung als Abwandlung, dass wir die Schulter mitdehnen, also die komplette Kette nach oben gehen, zurück und altdeutsch Rückenschwimmen. Atmet aus und atmet ein. Ja, tatsächlich, so wurde früher Rückenschwimmen trainiert und gelehrt und auch in Wettkämpfen. Jawohl. Sehr schön. Kommt ihr langsam nach oben, setzt auf, rollt mal den Rücken nochmal aufrollen, einrollen, greift mal durch die Beine, streckt euch zum Himmel und noch einmal locker laufen,
denkt dran, bei allen Übungen 20 bis 60 Sekunden. Macht das ganz in Ruhe, atmet tief ein und tief aus. Schöne ruhige Musik dabei. Und wenn das ein bis zweimal in der Woche macht, im Training, und das Ganze für 15 bis 20 Minuten, das kann man vor dem Fernsehen machen, das kann man im Büro machen, wenn man keinen Chef hat, oder wie hier, alleine auf der Wiese. Nochmal eins zum Abschluss. Das ganze Team Atlantis, ich wiederhole mich da, aber ich lasse auch nicht sein zu wiederholen, wir vermissen euch total, bleibt gesund, und wenn ihr Fragen habt, meldet euch, schreibt uns an, ruft an, wir versuchen für euch alles zu machen, was zu machen geht. Bis dahin, liebe Grüße, der Andi und das Team Atlantis. Tschüss.